Am frühen Sonntagabend hat sich in Nürtingen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Fußgängerinnen ums Leben kamen. Nach Informationen der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 18.50 Uhr an der Kreuzung Europastraße-Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 54-jähriger Fahrer eines SUVs ungebremst auf einen Ampelmast gefahren sein. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere FußgängerInnen. Drei davon wurden demnach von dem Fahrzeug erfasst. Eine 28-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Eine zweite Fußgängerin, eine 27-jährige, wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie am Abend verstarb. Ein 16-jähriger überlebte den Unfall schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit in die Unfallermittlungen eingebunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. Es sei bislang nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Unfall in Nürtingen in der Nähe von Stuttgart kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge ermittelt. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort.